Ich bin Nele Hirsch, ich arbeite im E-Bildungslabor und ich beschäftige mich dort vor allem mit der Frage, wie Lernen unter den Bedingungen der Digitalität gestaltet werden kann. Open Educational Resources, OER, sind da für mich ein wichtiger Schwerpunkt. Und spannend an OER finde ich vor allem die Frage, wie OER mehr sein können, als es vielleicht in der engen Definition drinsteckt, also ein Bildungsinhalt unter einer offenen Lizenz, sondern wie OER vielmehr tatsächlich zu einer veränderten, verbesserten, weil eben offenen Bildungspraxis beitragen können. Und aus meiner Sicht lohnt es sich da sehr, sich anzuschauen, wie Lernen im offenen Netz funktioniert. Meine Ausgangsthese ist, dass das Internet an sich die optimalste Lernumgebung für Lernen unter den Bedingungen der Digitalität ist. Das liegt daran, dass dort Netzprinzipien gelten, die eben, wenn ich jetzt das auf die Perspektive von OER übertrage, genau das machen, was ich mir für OER auch wünschen würde, nämlich einfach ein verändertes Lernen zu sein. Und das erste dieser Prinzipien ist das Prinzip der Kollaboration. Wenn ich da OER unter der engen Definition angucke, dann braucht es im Prinzip bei der OER-Erstellung gar keine Kollaboration. Ich könnte einfach beginnen, einen Bildungsinhalt ganz allein für mich zu gestalten. Wenn ich das Netzprinzip dazu nehme, das Netzprinzip der Kollaboration, dann werden OER aber erst spannend, weil ich mir dann ganz zu Beginn die Frage stelle, hat vielleicht schon mal jemand anders zu diesem Thema was erstellt? Gibt es da schon Inhalte von anderen? Und dann vor allen Dingen auch den Anspruch habe, gemeinsam mit anderen an eben dem dann gewünschten Inhalt zu arbeiten. Das zweite Prinzip ist das Prinzip der Offenheit. Da ist natürlich per se erstmal die juristische Offenheit im Sinne der offenen Lizenz gegeben. Aber noch viel mehr werden OER dann eben, wenn sie auch im Sinne eines Netzprinzips der Offenheit geteilt werden. Also nicht irgendwo versteckt werden in der geschlossenen Lernplattform, sondern einfach offen im Internet stehen und damit eben auch völlig offen darin sind, wie denn dann die Nutzung tatsächlich stattfinden kann. Und auch ich als erstellende Person kann dann vorher eigentlich gar nicht wissen, was die eigentliche Zielgruppe sein wird, wer diesen Inhalt finden wird und eben auch nicht, wie er diesen Inhalt dann nutzen wird. Das dritte Prinzip ist schließlich das Prinzip des Remixes. Da denken wir bei OER immer als erstes an die technische Offenheit, also an die Frage, in welchem Format liegt das OER vor, sodass ich es dann möglichst einfach auch weitergestalten kann. Aber unter der Perspektive Netzprinzip Remix kommt dann noch mehr dazu, nämlich es ist dann vor allen Dingen auch eine Haltungsfrage. Teile ich mein OER denn tatsächlich so, dass ich es als ein Material im Prozess sehe, nicht als ein statisches Material, dass ich das unbedingt möchte, dass es erwünscht ist, dass an diesem Material weiter gedacht wird, weiter gearbeitet wird und dass dann auch die Qualitätsentwicklung von solch einem Inhalt eben tatsächlich erst im Prozess stattfindet. Wenn man diese drei Prinzipien, Kollaboration, Offenheit, Remix zusammennimmt, dann glaube ich, dass wir die Chance, dass wir die Perspektive haben, mit OER zu was zu kommen, was ich für die Bildung sehr, sehr wichtig finde, nämlich wegzugehen von der Perspektive von Lehrenden und hin zur Perspektive des Lernens. Also auch ein bisschen aufzuheben, dass es Lehrende auf der einen Seite gibt und Lernende auf der anderen Seite und vielmehr Lernen als einen aktiven Prozess zu verstehen. Wir arbeiten gemeinsam was, wir entwickeln gemeinsam was, wir erkunden und erforschen bis zum gewissen Grad auch alle gemeinsam was. Und in diesem Rahmen findet dann eben auch Kompetenzentwicklung statt. Um sowas mal auszuprobieren und sich praktisch anzugucken, gibt es ziemlich viele offene Webtools, die das einem sehr einfach machen. Simpelste Variante wäre ein einfaches Etherpad, also eine kollaborative Schreibumgebung. Ein bisschen ausgeweitet sind dann die Möglichkeiten mit KaudiMD, also einer Software, die auf Markdown basiert, mit der man einfach noch mehr Möglichkeiten hat, um kollaborativ zusammenzuarbeiten. Und wer diese Netzprinzipien der Offenheit, der Kollaboration und des Remixes mal ganz praktisch sich anschauen und erkunden will, dem empfehle ich die Plattform Glitch, erreichbar unter glitch.com. Das ist eine Plattform, auf der jeder und jede Webanwendung, Webprojekte veröffentlichen kann und dann eben auch die Webprojekte und Webanwendungen von anderen remixen und weitergestalten kann. Und ich glaube, von so einer Praxis, wie sie da stattfindet, von so einer Praxis des offenen und aktiven Lernens, können wir als OER-Community sicherlich einiges lernen und uns abschauen. Ja, viel Spaß beim Ausprobieren.